Willkommen in der nächsten Folge von Büropolitik. Ich bin Matthew Stevenson in Partnerschaft mit Dokoskopie TV. Diese Woche haben wir eine Frage von einem jungen Mann aus London. Er schreibt, wie kann ich mich am besten auf ein Einstellungsgespräch vorbereiten? Also in der Firmenwelt gibt es zwei Arten von Menschen. Menschen, die einen Job gefunden haben und Menschen, die nach einem Job suchen. Sie werden auf ihrer Laufbahn noch sehr viele Einstellungsgespräche haben. Und mein Rat mag selbstverständlich erscheinen, aber immerhin, Sie sollten Begeisterung von dem Job ausstrahlen. Nichts kommt in einem Einstellungsgespräch so gut an wie der Eindruck, Sie wollen diesen Job haben. Können Sie die Begeisterung von dem Job vermitteln? Ich würde das Jahresbericht der Firma lesen und alles Mögliche über die Firma ausfindig machen, über die Webseite, den Markt, die Leute. Am wichtigsten ist, die Begeisterung von dem Job auszustrahlen, dass Sie danach streben würden, wenn Sie sogar unbezahlt arbeiten müssten. Aufregung lässt sich von allen fühlen. Wenn Sie den Job aber nicht richtig wollen, sondern sich erst überlegen, dann sind Sie kaum imstande, die Aufregung zu vermitteln. Nichtsdestotrotz können Sie eine positive Emotion ausdrücken. Es gibt auch anderweitige Möglichkeiten, das Einstellungsgespräch erfolgreich zu führen. In einem Einstellungsgespräch stelle ich mich gerne an derselben Tischseite mit dem Arbeitgeber. Um ein inkonventionelles Gespräch führen zu können, müssen Sie die Firma genauso gut kennen wie der Personaler. Der nächste Punkt ist, interessante Fragen zu stellen. Fragen Sie nicht, um wie viel Uhr die Mittagspause ist oder wie lange der Urlaub dauert. Stellen Sie Fragen, die Sie nach ein paar Wochen oder Monaten Einstellung stellen würden. Also, bereiten Sie sich gut vor, bekunden Sie Begeisterung und Interesse. Ziehen Sie sich ordentlich, aber nicht auffällig an. Versuchen Sie nicht nervös zu sein. Leicht gesagt, aber Sie können Nervosität durch einen Plan bekämpfen. Sie können sich vornehmen, es ist eine gute Position für mich, und Sie können sich sagen, den Job will ich wirklich haben. Nichts wird Sie mehr abheben als die Bekenntnis zu dieser Firma und zu der Position. Das war die Büropolitik für diese Woche. Ich bin Matthew Stevenson in Partnerschaft mit Dokoskopie TV. Und merken Sie sich, wenn etwas im Büro passiert, sind wir dafür da, um das zu besprechen.